dabei? Ja. Ja. Dann ist ganz einfach heute. Oberliga gegen dritte Liga. Amateurfußball gegen Profifußball. Marktwert von 0 Euro gegen 4,2 Millionen. Die rechnen alle mit einer hohen Niederlage. Ganz ehrlich, den spucken wir schön in die Suppe. In die Suppe spucken will Co-Trainer Rico Engler mit seinem FC Grimma ausgerechnet dem Titelverteidiger, den Chemnitzer FC, die mit ihrem Neucoach Patrick Glöckner erst sein drittes Spiel und seine Mannschaft von Beginn an agiler Garcia mit dem Freistoß, Schopenhauer mit dem Kopfball, ohne 5 Stammspieler angetreten, hier mit einer wunderbaren Kombination und Daniel Bohl mit dem ersten Warnschuss für den Drittligisten. Ja, die auf Platz 19. Und dann wird's knifflig. Einmal hier Wiegner gegen Garcia. Der Schiedsrichter sagt, knapp vor dem Strafraum. Nächste Szene. Pascal Bürger, der Torhüter, rammt da relativ rüde den unglücklichen Desan Bosic um. Sieht so aus, als hätte er eventuell den Ball gespielt. CFC-Trainer Patrick Glöckner nicht zufrieden mit der Linie des Schiedsrichters. Es wird sehr kleinlich gepfiffen, das bringt den Spielfluss durcheinander und das ermöglicht natürlich Grimma mal die Chancen. Und hier ist es Vincent Markus mit dem ersten Annäherungsversuch. Aber insgesamt Grimma viel zu harmlos, zu ängstlich, zu passiv in der ersten Hälfte. Und dann wieder so eine Szene. Diesmal wird wieder Garcia im Strafraum behakt. Wieder gibt es keinen Strafstoß. Glück für Grimma. Und dann Awuku. Awuku mit seiner besten Aktion im Spiel findet Erik Tallich. 0:1 nach einer guten halben Stunde. Die beiden 19-Jährigen im Zusammenspiel. Tallich gegen Duisburg vergangene Woche ja mit seinem ersten Drittligator. Und hier mit seinem ersten Treffer im Sachsenpokal. Und dann Einwurf. Schopenhauer lässt sich dupieren. Wiegner. Wiegner trifft! Ist denn das zu glauben? Kevin Wiegner düpiert da die ganze Abwehr und schießt das Ding sowas von genau in die rechte Ecke, dass Torhüter Joshua Mross keine Chance hat. Und Rico Engler und Coach Alexander Kunert, natürlich happy, gucken sich diese Granate doch mal an. Kurz vor Halbzeitpfiff, der Ausgleich. Wiegner erst mit einem Saisontreffer in der Oberliga Süd. Vielleicht platzt jetzt der Knoten. Dann eine typische Szene. Im Mittelfeld geht's hin und her. Es ist ein kampfintensives Spiel. Und dann mal der öffnende Pass. Und Rafael Garcia viel zu oft festgerannt in Hälfte 1. Hier mit dem Kopf nach oben. Und hat Glück, dass der Ball bei Bohl landet. 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff. Garcia hat sich etwas wehgetan, kann aber dann weiterspielen. Und Bohl kriegt den Ball und trifft ihn perfekt. Er hat sich ja unter dem neuen Trainer festgespielt und im defensiven Mittelfeld super Leistung gebracht. Patrick Glöckner natürlich zufrieden, aber seine Mannschaft muss vorsichtig sein, denn Grimma ist gefährlich wie wieder hier. Kevin Wiegner direkt nach Wiederbeginn. Und dann mal schön gespielt, 60 Minuten rum, Schopenhauer auf Tallich. Tallich setzt sich durch und knallt das Ding an den Außenpfosten. Und die Chance lebt noch. Und Pascal Bürgit gegen Tuma zum ersten. Und dann schießt Tuma in die Mauer. Pascal Bürgit, ein super Rückhalt des Oberligisten. Die ja gut gestartet mit 3 Siegen und 2 Niederlagen auf Platz 5 derzeit. Und dann Grimma besser in der zweiten Halbzeit, viel griffiger, viel aktiver und der eingewechselte Max Salomon hier aber zu ungenau. Und dann kommt Jan Hübner mit der Freistoßchance, doch er kriegt nicht genug Druck hinter dem Ball. Hübner ja mit einer wunderbaren Schusstechnik ausgestattet, bringt er hier nicht auf die Platte. Und dann ist es noch einmal Kevin Wiegner mit der Riesenchance. Das hätte der Ausgleich sein können, das weiß Kevin Wiegner. Und das heißt aber auch, so viele Chancen kommen nicht mehr, da verstecke ich mich doch lieber. Alexander Kunert, der Trainer, versucht natürlich nochmal alles, aber die Kräfte lassen jetzt auch nach. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Pascal Itter mit einem wunderbaren Ball auf Müller. Tobias Müller, und da ist Jan
Pelle Hoppe. Sein erster Saisoneinsatz überhaupt, Anfang des Jahres von Werder Bremen 2 gekommen. Auch erst 20 Jahre jung. Ein super Talent. Ist mehr Genugtuung als Freude in seinem Jubel. Sein Treffer, natürlich die Entscheidung. Der Favorit, der Chemnitzer FC, setzt sich nach einem harten Spiel beim FC Grimma durch. In erster Linie Enttäuschung, weil du wolltest das Spiel gewinnen, die Mannschaft wollte das Spiel gewinnen. Am Ende, denke ich mal, haben wir uns achtbar geschlagen mit einem 3-1. Es war machbar, definitiv. Wir haben Chemnitz, glaube ich, alles abverlangt, hatten dann ein bisschen Abschlusspech in der zweiten Halbzeit. Ja, das ist korrekt. Also wir haben in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht so seriös verteidigt, wie wir das in den anderen Aktionen gesehen hatten, gerade in der ersten Halbzeit. Aber wir haben ja auch noch gute Kontermöglichkeiten gehabt, die wir vielleicht ein bisschen glücklicher ausspielen müssen. Und von daher das Ergebnis absolut in Ordnung. Mit einem blauen Auge kommt der CFC davon und hat nun alle Möglichkeiten, noch den Klassenerhalt in Liga 3 zu schaffen und die Titelverteidigung im Sachsenpokal. Und der FC Grimma zielt Klassenerhalt in der Oberliga Süd. Und vielleicht klappt es ja das nächste Mal mit der Sensation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.